Bis zum Wochenende kann es in der Früh noch einmal glatt auf den Straßen werden. Am Mittwoch treten Schauer im Nordwesten Deutschlands und an den Alpen auf. Am Donnerstag verlagern sich diese Schauer eher in den Südwesten. Im Osten kann es durch Tiefxander länger anhaltend regnen und auch schneien. Glatt kann es dort werden, wo die Straßen eben nass durch Niederschlag sind und die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. Also meist dort, wo der Himmel in der Nacht aufklart. Donnerstag früh kann es im Nordwesten Deutschlands mit Ausnahme der Küsten im Erzgebirge und an den Alpen glatt durch überfrierende Nässe werden. Durch die Niederschläge am Donnerstag kann es Freitag früh am ehesten noch im Südwesten glatt werden, denn im Osten sorgt die Bewölkung in der Nacht für leichte Plusgrade. In der Nacht auf Samstag werden dann nur noch in höheren Lagen Minusgrade erreicht und mit der Nacht auf Sonntag ist der Nachtfrost erst einmal überstanden. Die besten Vorhersagen für einen Ort finden Sie auf weather.com.